Ja, hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch zeigen, wie wir unsere Location, unseren Standort verändern können, ja, mit unserem Android-Smartphone. Und zwar das Ganze ohne vom Sofa aufstehen zu müssen, ja. Was ich damit meine, ist die GPS-Location, ja, beziehungsweise wie wir diese faken, ja. Ja, da die Smartphones ihren Aufenthaltsort normalerweise über GPS ermitteln, können wir diese ja einfach ändern, so wie es uns gerade passt. Ja, wir können irgendeinen Ort auf der Welt eingeben, so dass ja unser Smartphone und die ganzen Apps auch denken, wir sind oder wären eben dort, ja, wo wir gerade eingegeben haben. Das geht wirklich recht einfach. Warum wir das machen wollen, Gründe gibt es dafür. Für wahrscheinlich viele, ja. Vielleicht weil wir zum Beispiel einen Online-Dienst nutzen wollen, der nur im Ausland irgendwo verfügbar ist. Ja, dann können wir uns dort teleportieren, sozusagen, beamen. Oder vielleicht Apps, die irgendwie regional beschränkt sind, ja, über Geotext faken bis hin zu, weiß ich nicht, Freunde verarschen vielleicht, ja, oder Späße machen, wie auch immer. Genau, und zwar gibt es hier eine App, ja, das geht wie gesagt wirklich sehr einfach. Das ist jetzt hier mein Smartphone hier beispielsweise, ja, und die App, die nennt sich Mock GPS, ja, die gibt es in den Google Play Store hier offiziell zum Download, ja, wenn ihr jetzt hier nach Mock GPS sucht, dann genau, Mock GPS with Joystick, ja. Ich habe das jetzt hier schon heruntergeladen und installiert. Genau, wir können das mal schließen wieder. Das sieht dann eben so aus hier. Und genau, alles was wir machen müssen, ist einfach nur noch die App zu starten. Wir sind jetzt gerade hier in Prag. Beziehungsweise, was ganz, ganz wichtig ist, auch damit das überhaupt funktioniert, ja, müssen wir hier, ja, wenn wir die App starten, meinetwegen, unter Settings hier, ja, oder Einstellungen und hier Open Location Settings, ja, das ist Standort Einstellungen, und zwar müssen wir hier, das muss eingeschaltet sein, ja, damit das funktioniert. Wenn das aus ist, funktioniert das nicht, ja. Also hier müssen wir den Standort Ermittlung einschalten. Genau, das habe ich jetzt auch schon gemacht. Hier kann man übrigens eine Geschwindigkeit angeben, ja, mit der man sich bewegt, wenn man sich bewegen möchte, ja, bis, weiß ich nicht, spazieren, bis Autofahren, keine Ahnung. Wir nehmen jetzt einfach mal 12 Meter pro Sekunde sind das jetzt hier. Zack, oder ja, 43,2 Kilometer pro Stunde, ja, das können wir auch einstellen, wie gesagt. Und hier, also die App ist jetzt noch nicht aktiv bei mir sozusagen. Genau, hier haben wir die, ja, die Weltkarte, ja. Wir sind jetzt gerade in Prag. Wir bleiben jetzt hier, damit das jetzt vielleicht ja nicht so lange dauert. Und wenn wir einen Ort gefunden haben, wo wir uns beamen möchten, einfach einmal drauf tippen und ja, hier steht schon Click to Teleport hier. Zack. Einmal antippen und schon sind wir jetzt hier, ja, das blaue Punkt hier. Das sind wir, ja, das Smartphone und mit den ganzen installierten App. Ich gehe mal hier auf die Straße ein bisschen. Auf der großen Straße, genau. Ja, das denkt jetzt, wir sind jetzt hier in Prag. Hier, das ist das Joystick hier. Ja, irgendwie. Und wenn wir jetzt hier das Joystick, wir können jetzt hier uns bewegen, ja. Wir sehen gerade, zack, 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 zack. Nach vorne zum Beispiel, ja, dann wir bewegen uns jetzt mit, ja, circa 43 km/h, wie wir das eingestellt haben. Also wenn wir jetzt irgendwie verfolgt werden über GPS, dann sieht es so aus, als ob wir jetzt hier mit dem Auto fahren auf der Straße, ja. Genau. Ja, das war's im Prinzip auch schon alles, ja.
Ja, also ich fand die App hier sehr cool, deswegen wollte ich sie euch auch mal zeigen. Vielleicht hier sieht so aus, ja, das ist jetzt noch eingeschaltet, das Mock GPS, ja. Ich bin also immer noch in Prag, solange der Joystick hier angezeigt wird. Wenn wir komplett schließen wollen, dann müssen wir hier auf den roten Stop-Button sozusagen einmal tippen und schon genau, ist die Anwendung jetzt aus. Und wir sind wieder da, wo wir wirklich sind. Ja. Ja, das war's, wie gesagt, auch schon alles. Ich hoffe, dass es euch irgendwie weitergeholfen hat, ein bisschen oder gefallen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.